SPD-Delegiertenkonferenz in Buchhagen. Johannes Schraps ist der neue SPD-Bundestagskandidat und Nachfolger von Löhme. Ich möchte jetzt Johannes Schraps bitten, sich uns nochmal vorzustellen. Wir können, das ist vorhin schon gesagt worden, diesen Wahlkreis nur gemeinsam gewinnen. Und ich möchte diesen Bundestagswahlkampf gerne gemeinsam mit euch angehen und würde mich freuen, wenn ihr mir dafür heute eure Unterstützung gebt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ist zu einem Ergebnis gekommen und wir haben einen Kandidaten. Ich lese jetzt die Stimmen vor. Erst bitte das Gesamtergebnis. Achso, der abgegebenen Stimmen. Von 187 stimmberechtigten Delegierten haben 184 die Stimme abgegeben. Darauf entfielen auf Christoph Schnurfeil, 22 Stimmen, das ergibt eine Prozentzahl von 12. Auf Steffen Knippertz entfielen 46 Stimmen, das entspricht einem Ergebnis von 25%. Und auf Johannes Schraps entfielen 115 Stimmen, das ergibt eine Prozentzahl von 63. Herzlichen Glückwunsch, Johannes! Herzlichen Glückwunsch von mir und von Frau Lösegug-Möller für Johannes Schraps. Zur Wahl als Kandidat, als Bundestagskandidat und als Nachfolger der Löhme-Ära. Ja, ich freue mich sehr über das Ergebnis. In der SPD ist es ja zum Glück so, dass wir demokratisch auch Nachfolge suchen. Ich hätte mir Johannes Schraps auch gewünscht, deshalb habe ich ihn auch gewählt. Und dass so viele der Meinung sind, er ist ein geeigneter, ein Bundestagskandidat, der unsere Region nicht nur gewinnen wird mit Direktmandat, sondern auch gute Politik für uns machen wird, davon bin ich fest überzeugt. Und zum verbalen Blumenstrauß kommt jetzt noch der Blumenstrauß in Natura. Herr Schraps. Ja, vielen Dank. Es ist natürlich ein toller Vertrauensvorschuss, so ein tolles Ergebnis zu bekommen und mit über 60% hier bei 3 Bewerbern gewählt zu werden. Und ich möchte natürlich an die Arbeit, die Gabriele toll gemacht hat, hier für die Region anknüpfen. Und ich glaube, ich bringe da gute Erfahrungen und gute Fähigkeiten mit. Und ich glaube, da haben wir gute Chancen, dass wir diesen Wahlkreis auch wieder als SPD direkt gewinnen. Sie haben ja eigentlich eine Bilderbuchkarriere schon hinter sich. Ist sie nicht etwas zu makellos? Ich glaube, das hat gar nichts mit makellos zu tun. Ich habe viele ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt und hatte eigentlich überhaupt nicht im Kopf, für einen Bundestag zu kandidieren. Ich bin gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann und dann habe ich mich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Und ich bin froh, dass mir andere Leute das zutrauen. Das schmeichelt mir und natürlich ist es schön, dass damit auch der eigene Lebensweg irgendwo auch Bestätigung findet. Und wenn so viel Unterstützung da ist, dann glaube ich, kann man auch viel für die Heimatregion leisten. Was war Ihr politisches Erlebnis? Ein Aha-Erlebnis. Ich habe ein Praktikum bei Klaus Noltingen mal im Landtag gemacht und kurze Zeit später gab es dann in Hameln diese Diskussion, was mit dem alten City-Kino passiert. Als damals der Herr Rieger das City-Kino in Hameln als rechtsradikale Schulungsstätte ausarbeiten wollte. Und da habe ich gerade ein Praktikum gemacht und dann als Juso diese Demonstration gegen dieses Schulungszentrum organisiert. Das war für mich das Aha-Erlebnis, mich politisch zu engagieren. Bei den Jusos und später eben auch in der SPD. Und das war ja auch ein Erfolg, wie man gesehen hat. Sie haben hier etwas zur Bewusstseinsbildung beigetragen. Aber ein Praktikum haben Sie jetzt verschwiegen, nämlich bei der Löhme. Das stimmt. Ich kenne Gabriele tatsächlich schon sehr, sehr lange und konnte deswegen natürlich auch das, was sie politisch gemacht hat, immer weiter verfolgen. Ich glaube, es ist jetzt 13 oder 14 Jahre sogar schon her.
bei Gabriele im Bundestag ein Praktikum gemacht. Natürlich fand ich das damals schon sehr interessant und spannend, aber ich habe in der Zwischenzeit sehr viele ganz andere, vollkommen unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Und dass ich jetzt vielleicht den gleichen Weg einschlage, wäre natürlich toll. Also es ist völlig klar, Sie sind kein Greenhorn. Sie wissen, wo die Kantine im Bundestag ist. Sie wissen die Arbeitswege. Können Sie ihm einen Ratschlag geben als erfahrene Bundespolitikerin und als erfahrene Kommunalpolitikerin aus dem Weserbergland? Ja, schon, obwohl ja Ratschläge auch mal Schläge sein können. Aber ich mache gute Erfahrungen damit, auf dem Teppich zu bleiben. Also, weil ich glaube, insbesondere für Personen, die sozialdemokratische Werte vertreten, ist es immer wichtig, auch sehr authentisch zu sein. Und das heißt ja nichts anderes, als im Grunde auch so zu bleiben, wie man wirklich ist. Also nicht verbiegen, nicht schön tun, gerade bleiben, auch mal damit leben, dass man nicht recht hat, einen Fehler macht und mal wegstecken können, wenn eine Niederlage ist, aber sich auch freuen, wenn was funktioniert. Das wäre mein Rat an Johannes Schraps. Jetzt gebe ich unserem Kameramann einen Rat für die Schlusseinstellung. Man kann nämlich jetzt zeigen, wenn wir runterschwingen, dass er mit einem Fuß auf dem roten Teppich steht. Die Rattenfänger unserer Zeit, die sind tatsächlich am rechten politischen Rand zu finden. Und mit den Lügengeschichten, die sie uns tagtäglich auf populistische Art und Weise auftischen, damit setzen sie nur auf Spaltung und nicht auf Integration, so wie wir das wollen. Und diese Geschichten haben dann leider auch überhaupt nicht mehr mit den Flunkereien von Münchhausen zu tun. Und leider übertönt ihr Populismus auch allzu oft eine notwendige, sachliche und ernsthafte Debatte über die Grundlagen des Zusammenlebens hier in Deutschland und auch in der Europäischen Union. Ein Vertrauen zu entwickeln und zu festigen, das ist unter diesen Umständen tatsächlich besonders schwierig. Aber es ist auch notwendiger denn je. Und dazu möchte ich in Berlin und hier im Wahlkreis meinen Beitrag.